So, hallo zusammen, willkommen auf Black Forest FPV. Ich bin Bob Rules, aka Sixpack FPV und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch mal die nicht mehr ganz taufrischen, aber finde dennoch erwähnenswerten DYS Sumcook Motoren vorstellen, zumindest zwei von der Serie. Es gibt dort verschiedene Größen und KV-Zahlen der Motorserie, die ziemlich cool sind, für meiner Meinung nach, vor allem für den Preis, weil das ist da eigentlich das Hauptargument, um sich die Motoren zu kaufen. Ich habe jetzt bei der Anzahl bei Banggood 8 € fürs Stück bezahlt und habe gedacht, ich zeige euch mal, was man für 8 € so bekommt. Normalerweise habe ich die King Kong GT-Motoren als Budget-Motoren benutzt bisher. Die liegen auch so bei 8-9 € das Stück. Ich denke, auch wenn man das zum Teil wirklich auch in der Performance merkt, wenn man so wie ich noch viel kaputt fliegt, ist der Preis immer noch ein entscheidendes Kaufargument, um sich selbst in der Luft zu halten. So finde ich es immer ganz interessant, wenn gute Budget-Produkte den Weg zu uns finden. So, jetzt ein bisschen genauer die Motoren angeguckt. Die sind eigentlich beide gleich aufgebaut. Was man auf jeden Fall auf den ersten Blick sieht, ist die Hohlstahlwelle. Die geht bei den Motoren nicht bis unten durch. Also ich weiß nicht, wie weit sie geht, aber auf jeden Fall ist es nicht mit einer Schraube die Glocke gesichert, sondern mit einem traditionellen C-Clip. Man sieht hier den Naked Bottom, was jetzt im Moment wieder ganz modern ist, zum Gewicht sparen. Inwieweit so ein Fuß dann wirklich so stabil ist, wie ein komplettes Untergehäuse, wird sich zeigen, vor allem bei den Budget-Motoren, weil ich da denke, da wird nicht das härteste Aluminium benutzt werden. Die Windungen sind soweit ganz in Ordnung, es ist nicht der dickeste Draht, was aber nichts aussagt über die Leistungsfähigkeit. Wir haben auch keine gebogenen Magneten hier bei den günstigen Motoren. Ja, man muss ja irgendwo auch seine Abstriche machen im Preis. Ich fühle trotzdem eine recht gute Rasterung, wenn ich die Glocke drehe. Also daher bin ich gespannt, was die auf dem Kopter leisten werden. Ich habe jetzt zwei Modelle gekriegt. Einmal die 2207 2300 kV und zum anderen den 2306 2500 kV. Vom Aufbau her unterscheiden die sich nicht. Bisschen anderes Design. Mir gefällt hier die Glocke ganz gut mit diesen Pfeilen oder wahrscheinlich sollen es Speere sein, so wie auf der Verpackung. Was gibt es noch zu sagen? Auch hier natürlich keine Schraube unten. Vom sonstigen Eindruck machen sie eigentlich einen sehr wertigen Eindruck. Von der Verarbeitung Silikonkabel, das ist ganz schick. Der Spalt zwischen Stator und Magnet ist jetzt nicht allzu groß, aber auch nicht bemerkenswert klein. Lässt sich, denke ich, ohne gebogene Magneten auch nicht wirklich erreichen. Wenn ich hier gucke, das ist jetzt ein etwas, das ist jetzt ein 25 Dollar Motor. Da sieht man natürlich zum einen die etwas stärkeren Drähte, die eine höhere Amperelast zulassen, als auch die gebogenen Magneten. Ansonsten und auch hier diese geschraubte Lösung, um die Glocke zu befestigen. Da ich meistens keine Glocken nachkaufe, habe ich bisher den Nutzen nur ganz selten selber erfahren können von diesen geschraubten Glocken. Deshalb bin ich da jetzt auch nicht so erpicht drauf. Ich denke, was noch interessant ist, ist vielleicht das Gewicht dieser Jungs hier. Dafür hole ich mal kurz die Waage raus. Weil, um ganz ehrlich zu sein, wenn man die so in der Hand hat, machen die doch schon einen recht schweren Eindruck. Also das sind nicht die leichtesten Motoren. Ah, man kann das jetzt mal schauen, ob man das, wenn ich es
weiter nach vorne. Also, ja, jetzt kann man es einigermaßen sehen. Ich tariere das nochmal, ein bisschen in Gramm. So, fangen wir mit dem 2207er an. Mal die Kälbchen ein bisschen hier verstauen, dass die nicht so rumlampen auf der Waage. So, und dann schauen wir mal, was die Waage sagt. 34,8 Gramm. Das ist schon ganz schön, ganz schönes Gewicht für 2207. Ich bin hier gespannt, was der größere Bruder 2306 auf die Waage bringt. Der müsste dann von der Theorie her noch etwas schwerer sein. Ja, sieh. 33,96. Das ist jetzt fast ein Gramm weniger. Okay. Woran das jetzt liegt, dass der kleinere Motor ein Gramm leichter ist als der größere, kann ich mir jetzt nicht ganz erklären. Generell ist 34 Gramm grob schon ein gutes Gewicht für einen Motor. Wenn ich mir jetzt überlege, was hier der Sumax Innovation wiegt, der wiegt nämlich knapp 31 Gramm, dann sind das ja aufs ganze Quatsch schon wieder 12 Gramm mehr. Wenn man jetzt gerade im Ultraleichtbau ist oder auch vielleicht mit gewisse Gewichtslimits setzt, muss man das bei den Motoren auf jeden Fall beachten. Ich mache ein Follow-up von den Motoren, vor allem von denen hier, weil die werde ich jetzt demnächst verbauen, auf einem Frame, den ich auch noch eine Review zu machen werde und veröffentlichen. Muss darauf achten, dass ich besser im Frame bleibe, gell, Freunde? Jawohl. Und dann wird es im Follow-up vom Frame gleichzeitig das Follow-up der Motoren sein. Und dann kann man mal schauen, wie die sich so schlagen. Ich denke, soweit habe ich alles Wichtige erwähnt, was es gibt, um die Motoren zu beschreiben. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie sich beweisen. Wäre schön, wenn das eine günstige und leistungsstarke Alternative wäre zu King Kong Motoren oder auch für viele zu Racer Star, weil Racer Star kann man ja wirklich nicht lange gut fliegen. Ich sage Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und ansonsten allzeit guten Flug und volle Lipos. Bis zum nächsten Mal, euer Bob.